Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Sherlock Holmes Chapter One. In der letzten Folge haben wir eine sehr, sehr schwere Entscheidung getroffen und haben ein erpresserisches Foto sozusagen, beziehungsweise ein Skandalfoto bei Werner Vogel abgeliefert. Und er hat gesagt, dass es eine Lieferung bei uns zu Hause geben würde. Und da stehe ich jetzt nun und würde gerne mal gucken, worum es jetzt hier geht. Und der Typ steht auch immer noch hier. Oje. Okay. Na John, was ist das denn? Okay. Ein Skelett einer Meerjungfrau oder was? It's a bizarre object. And yet, oddly familiar. Mhm. Did you just remember something? Yes. A room full of curiosities and artifacts. I think I can find it in the manor. Sherlock. So, you continue to pursue the imaginary. I had hoped you might have got all this out of your system by now. Mycroft, what are you doing here? Get out of my house. It's my house, actually. I've come to bring you back. I have no interest in returning, let alone with you. I know you lied about Mother all these years, claiming she was merely ill, but she was unstable. She never had tuberculosis. She was not recuperating, but mentally deteriorating, and you never once thought to tell me. How dare you? I shall not indulge this petulant tantrum. You can just tire yourself out and then slink back to London with your tail between your legs. Just tell me everything. I'm an adult now. Show me the basic courtesy of an explanation. You know I will find out eventually. The goal was stability, and that's what you got. The right thing for everyone was to try and move on from her passing. The consequences of one's actions determines what is right or wrong. Yes, exactly. The ends justify the means. After leaving Cordona, Sherlock, you had a normal childhood. In London, I was able to support you, guide you, shape you into a fine and productive young man. You have so much potential, so much to offer society. But that's not the end. Now I've found the truth, and it has shattered everything I knew about her, about you, and about myself. I feel unstable because of you. Your actions were not justified. Lying never is. Oh, grow up, Sherlock. It was a white lie which has as much use in the realm of the interpersonal as the international. It is time you come to accept that some things are bigger than yourself. Oh, you are full of it. You like to pretend you care about the big picture, but it's just an ego trip. You like knowing more than others. You like greasing palms and rubbing shoulders with the rich and powerful. You like having eyes and ears everywhere. The fact it helps the nation is incidental, because all you care about is yourself. It's true. I have agents everywhere, including Cordona. If you weren't so damn stubborn, you'd realize that means I'm only here for you. Ja, das mag ja sein. Die Frage ist jetzt nur, ob er im positiven Sinne hier ist. Was ist das denn? Ach nein, wir haben den Elefanten mitgenommen. Wie geil. I imagine Goliath was surprised to find out his lady was not real. Habe ich das schon mal gesehen? Weil den Satz, der kommt mir auf jeden Fall bekannt vor. Ich will kein Foto machen. Wir haben irgendwas Neues hier. Aber hier können wir nichts aufmachen, oder? Weil er jetzt von alten Erinnerungen gesprochen hat. Immer noch nicht. Ja gut, das werden wir dann vielleicht später mal machen können. Wobei er auch, glaube ich, davon gesprochen hatte, dass das im Haus ist. Wir haben aber doch ein paar Sachen gekauft. Ich glaube, in der vorletzten Folge. Die Frage ist, was war das? Hier ist, glaube ich, nichts bei. Das heißt, die waren vermutlich alle für im Haus.
Schauen wir mal da rein. Ach so, Moment. Ich glaube, ich muss hier noch verschwommene Erinnerungen. Das muss ich anpinnen. Finden. Und ja, den Konzentrationsmodus entsprechend. Verschwommene Erinnerung. Das ist im Haus. Okay. Well done, Sherry. The hall now looks much as it did in our youth. Brings back fond memories. Ist das nicht hier? Das ist aber doch mit den zwei. Oder steht das hier öfter? Ne, hinten sind andere Sachen dran. Ah, jetzt kann ich. Another one. There must be something important behind it. I can feel it. Hm. Das ist aber doch eindeutig. Oh, ah. Moment. I remember returning home with a pair of perfect sticks. We wanted to turn them into training swords. Oh, that's right. We stood there, frozen, staring at something huge in the main hall. Okay. It was a giant aquarium with a living mermaid in it. Impossible. It must have been something else. Oh, of course. That mortifying hoax presently taking up space in our front yard. Well, fine. Your memory's better than mine. But I'm sure we started examining it immediately. And someone else was around, too. Okay. Wo war derjenige? Ah. It was my mother. She asked what I thought of the artifact. You were really concentrating and holding something in your hand. I inspected it with a magnifying glass and was able to confirm it was made of two different skeletons. The mermaid was a fake. And so it was time to smash the thing. Your mother took a hammer and... Slow down, John. That's not how it happened. I remember other people joined us. The workers took the artifact and placed it into the Cabinet of Curiosities. It became part of Mother's collection of fakes. She always said that the truth lies in the details. This mermaid helped me to learn that. Aha. Sie hat eine Galerie gehabt. Oh, wir haben eine Errungenschaft. Sie hat eine Galerie gehabt mit Fälschungen. Ah, yes. Das ist auch sehr ungewöhnlich. My mother's studio. She was an authenticator and this was her Cabinet of Curiosities. I never saw the point. What does it matter if some artifact is real or not? It still exists. Okay. Mother said this was among the hunting trophies of a Scottish Viscount. So he tried to persuade everyone that his forest was inhabited by these beasts. It would have been thrilling if it were actually true. The full plate armor of Sir Robert Swanford. I was told my father won it in a wager. Ah, yeah. Armor is armor, but look at his sword. Oh, how badly I wanted to wield the blade. Maybe you take it instead of your pistol. Okay. Zerrissenes Diplom. Ein zerrissenes Diplom, das ich im Kuriositätenkabinett fand. Jemand hat es absichtlich zerrissen. Nachdem ich es wieder zusammengesetzt hatte, konnte ich es übersetzen. Im Namen der Universität Genf in der Schweiz bestätigen wir, die Rektoratsmitglieder der Universität, dass Herr Otto Richter die gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen erfolgreich bestanden hat und verleihen ihm den Titel des Doktors der Medizin mit allen Rechten und Pflichten, die damit eingehen. Clearly, it was deliberately torn. I wonder why someone would do that. The Tulpa. Studies in Tibetan Mentalism. An impressive number of bookmarks. Someone was rather obsessed with this subject. Okay.
Was ist das? Otto Richters private Aufzeichnung. Mrs. Holmes ist eine höchst interessante Patientin und eine ideale Testperson, um einige meiner Theorien zu überprüfen. Ich werde versuchen, sie wiederholt in die traumatische Situation zu versetzen, die ihrer geistigen Krankheit vorherging. Ich bin überzeugt davon, dass ein erneutes Erleben dieses Monuments ihrem Verstand die Gelegenheit verschaffen wird, das Geschehene zu akzeptieren. In letzter Instanz wird sich ihr Geist auf diese Weise selbst heilen. Zudem ist es ein Glücksfall für mich, Zeit mit der Familie Holmes verbringen zu können. Vielleicht kann ich so die Vererbbarkeit von psychischen Eigenschaften, gleich ob Stärken oder Schwächen, untersuchen. Ich kann jetzt bereits festhalten, dass alle Familienmitglieder eine ungewöhnlich hohe Intelligenz aufweisen. Offenbar hat der Zustand von Mrs. Holmes auch bei ihrem jüngeren Sohn Sherlock etwas ausgelöst. Aufgrund des Schutzverhaltens des älteren Sohnes kann ich zwar keine ordentliche medizinische Untersuchung durchführen, doch es hat den Anschein, dass der Junge an anhaltenden Halluzinationen in Form eines imaginären Freundes, den er John nennt, leidet. Nein, das sind keine Halluzinationen! Brief von Otto Richters Bruder. Lieber Bruder, wie ich gehört habe, bist du vor kurzem auf Cordonia eingetroffen. Hast du schon versucht, Zeit für einen Besuch zu finden? Mir fehlen unsere anregenden Gespräche, auch wenn wir niemals einer Meinung waren. Auf Cordona gibt es eine sehenswürdige neue Kunstgalerie, in die ich jeden Donnerstag gehe. Treffen wir uns doch am besten dort. Oh, und frage nicht nach Klaus, den Namen benutze ich nicht mehr. Okay. Okay. And this one was brought from a German museum. They claimed it belonged to Vikings. Nonsense, of course. Vikings never had horns on their helmets. Nicht? The so-called mummy of a Persian princess. The defrauders did good work, but missed one small detail. It's the mummy of a man. Geil. Das ist wirklich geil. Look, it's Roger. This jolly old man's well preserved. Even looks refreshed. I doubt he drew much interest at the auction. That's for the best. I'd be upset if he fell into the wrong hands. 1852, Bingley, West Yorkshire. This photo caused a lot of fuss. My mother spent some time to prove it was a fake. Okay. Was haben wir denn hier alles? So many calling cards. Mycroft liked to keep useful people at hand. No. Officer Luciano J. Placido. Reliable and driven. I recognize Mycroft's handwriting. Brief von einem Richter. Sehr geehrter Mr. Holmes, für Ihre Unterstützung bei meiner jüngsten persönlichen Angelegenheit bin ich Ihnen zutiefsten Dank verpflichtet. Ich schaudere bei dem Gedanken daran, was alles hätte passieren können, wenn nicht Ihr gutes Auge und Ihr scharfer Verstand gewesen wären. Seien Sie versichert, dass Sie es, sollten sich unsere Wege wieder kreuzen, mit einem zutiefst dankbaren Freund zu tun haben werden. Ehrenwerter Richter MacDougall. This drawer was always closed. Only Mycroft knew how to open it. I remember we tried to break it open and spy on him, but alas, had no success. Maybe today's the day. Oh, Sherry. Ja, aber dafür bräuchte ich ja erstmal einen Schlüssel. Das haben wir. Na komm. Irgendwo ist noch der letzte Hinweis versteckt. Zeig dich mir. Kann man sich hier... Nee. Na? Ich komme da nicht ran. Also ich meine, da hinten hat es jetzt gerade so geleuchtet, aber ich komme nicht auf die Seite. Oh, das ist
es doch blöd gemacht mit dem Bewegen immer. Jetzt leuchtet es da auch nicht mehr. Ach komm. Irgendwas davon muss doch wichtig sein. Haben wir denn hier irgendwas? Auch nicht, ne? Und irgendwie? Ja, aber das ist nur. This drawer was always closed. Only Mycroft knew how to open it. Ja, ja, ja. Wissen wir schon, wissen wir schon. Da ist auf jeden Fall nichts. Ah, oh, ich hasse sowas, wenn alles offensichtlich ist, aber. Moment. Carefully opened. Ach, ich dachte, das hätten wir schon. Carefully opened. Ah. Oh. Dated 24th of April 1869. Gerichtliche Vorladung. Mr. Mycroft Holmes. Hiermit möchten wir Sie darüber informieren, dass das Gerichtsverfahren gegen Dr. Otto Richter in der Sache Todesfall Mrs. Violet Holmes unter der Leitung des ehrenwerten Richters McDougall, wie auch immer, stattfinden wird. Ihrem Antrag auf Ausschuss der Öffentlichkeit wurde stattgegeben. Zusätzlich möchten wir Sie darüber in Kenntnis setzen, dass die Anklage in der Verhandlung gegen Dr. Richter Sie als Hauptzeugen angegeben hat. Sie haben sich zu diesen unseitig angegebenen Zeiten Punkten am Strafgericht Cordona einzufinden. I'm starting to remember something. Okay, und das heißt, dass ich hier theoretisch noch was machen könnte, oder? Oh, I remember these. We used them to spar together until Mycroft found out and forbade us from using real weapons. Mal eben schauen. Malheur im Kuriositäten, bei der Durchsicht des Kuriositätenkabinetts erinnere ich mich an ein weiteres Detail. Okay, dann schauen wir mal. Ah, da ist es schon. I used this ladder to look at the top shelf, right? On the day of Mother's breakdown upstairs. Right you are, Sherry. Und dann? Und dann gar nichts mehr. We heard a noise. I can't recall of exactly what. And we didn't have a great view from behind the statue. The books and papers from the table somehow ended up on the floor. Now it's coming to the surface. I feel it. Ah, jetzt muss ich auch noch überlegen. Nein. Okay, Moment. Hä? Da haben wir aber auch noch was. I remember this cozy blanket. It was perfect for a wigwam. Oh, that was a joy to build them. Imagining ourselves as wayfarers on the other side of the world. Okay. Gut, dann werde ich vielleicht verzweifeln, ich weiß es nicht. Mal schauen. Also, was haben wir denn hier? Keine Ahnung, was das sein soll. Haben die gegessen? Haben die gespielt? Also, er meinte, er stand auf der Leiter. Also müsste das doch theoretisch so sein. Und da weiß ich jetzt nicht mehr genau. Die konnten sich nicht gut verstecken, hatte er irgendwie gesagt. So, und dann denke ich mal, wird das so gewesen sein? Die Frage ist jetzt,
Das letzte habe ich jetzt gar nicht mehr so gelesen, wenn ich jetzt ehrlich bin. Ja, ich denke mal so. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Ich dachte, das geht jetzt um also das, was er sich vorstellt und nicht um das, was wirklich gewesen ist. Na gut. Versuchen wir es mal so. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Was? Aber das mit der Leiter müsste doch... Und hier hat er doch gesagt, dass er sich versteckt hat. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Okay. Fehlt mir denn noch irgendwas? Come on, Sherry. Let's go outside. Wait. Did you hear that? Come here, Sherry. You call this progress? Charlatan. Amateur. I'm not letting you anywhere near my mother again. So there was a quarrel between them. Ein sonderbares Gespräch. Es geschah kurz nach dem Vorfall in Violets Zimmer am 9. April. Sherry wollte im Kuriositätenkabinett mit Artefakten spielen und natürlich begleitete ich ihn. Dort wurden wir dann unfreiwillige Zeuge eines hitzigen Gesprächs zwischen Mycroft und Otto Richter. Sherrys Bruder war aufgebracht. Er war sich sicher, dass Dr. Richter seine Mutter falsch behandelt hatte und sich dies nun zeigte. Er nannte Dr. Richter einen Scharlatan. I heard a noise in the hall. Let's check it out. Ja, würde ich auch gerne. Wobei ich hier gerade noch was sehe. Another fake Holy Grail. Its owner claimed to be the heir of King Arthur. Scarcely believable. He also insisted a deadly rabbit was hunting him. Killerkarnickel. Wie geil. Okay, aber sonst haben wir hier nichts mehr, was wir uns doch den Bären kümmern, so kurz angucken. One of the most ridiculous fakes I ever saw. Its owner insisted it was a polar bear. He thought the white paint on the brown fur wasn't noticeable. Okay. One of the most ridiculous fakes I ever saw. Its owner insisted it was a polar bear. He thought the white paint on the brown fur wasn't noticeable. Ist ja okay, geh doch einfach durch die Tür durch. Guten Tag, wer sind Sie denn? I think we deserve a rest. Ach so. Mann, ich denke, hier ist einer in der Halle. Die Frage ist, ist einer in der Halle? Ist wirklich einer reingekommen oder ist einer draußen? Sherry, look. We've got a parcel here. Hurry up and let's see what's inside. Wo denn? Das hier? Werner Vogels Einladung. Lieber Mr. Holmes, ich erwarte Sie auf Kurt Manchios Anwesen in der Turquoise LN gegenüber der Abtei von Cordona im nördlichen Teil des Grand Serais. Kommen Sie unverzüglich. Nett. Sollten Sie keine Zeit haben, müssen Sie trotzdem unbedingt kommen. Ja, super. Ihr treuer Freund W.V., also Werner Vogel. PS, ich sende Ihnen auch das passende Kostüm, damit Sie ohne Schwierigkeiten hineinkommen. Ich hoffe, die Größe stimmt. Oh Gott. An invitation that comes with a mask. We can't miss this, Sherry. Ja, und ich hätte in diesem Fall auf mein Bauchgefühl hören sollen. Weil ich wollte eigentlich vorher schon einen Cut machen, bevor wir durch die Tür gehen. Und jetzt haben wir direkt einen neuen Fall angenommen. Was wir allerdings noch kurz machen können, bevor wir weitermachen. Ich gehe nochmal eben kurz hier alles ab. Ich weiß immer noch nicht, was ich jetzt gekauft hatte. Ich hatte ja irgendetwas gekauft. Da waren wir ja schon mal drin. Ah ja, doch, das war ja von der Mutter. Ich hatte irgendetwas gekauft, wo ich mir eigentlich sicher bin, dass das hier hingehörte. Und wir dadurch weiterkommen. Aber anscheinend, ja, kamen wir dadurch doch nicht weiter. Also ich kann das jetzt zumindest nirgendwo hier drin sehen auf Anhieb. Dann würde ich sagen, lange Rede, kurzer Sinn. Wir machen hier erstmal einen Cut und sehen dann, was das mit dieser Kostümparty da auf sich hat in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.